Mega doof, ne? Wir können jetzt überhaupt nicht mehr schalten. Jetzt haben die hier eine Telefonanlage. Und auf geht's in die zweite Hälfte. Anwurf für Grün-Weiß-Schwerin. Gut aus der Bewegung, ihr steht! Der Pass an sich, gut gedacht, aber schlecht geflangen. Und Christine Kelm. Dann im Kreis drin. Und jetzt vom Schiedsrichter, es muss eine defensive Deckungsvariante gespielt werden und das Tor von Lisa Lorenz, ihr drittes in diesem Spiel, 20:3. Der schnelle Konter von Grün-Weiß-Schwerin abgeschlossen über die Mitte. Jette Hinz mit ihrem dritten Treffer zum 21:3. An ihn durch! Schneller rüberspielen! Schneller! Schnell abgeschlossen. Von Reier Kurze. Kein Problem für Pia Halm. Wieder gestellt werden und Gina Meinke mit dem Wurf über die Mauer gelingt. Der ist drin, das ist ihr achter Treffer in diesem Spiel zum 22:3. Gut aufgepasst und der Konter läuft bereits wieder. Und der Treffer von Hanna Klingenberg. Jetzt weiter in diesem Spiel, 23:3. Und mal ein Versuch vorbei am Tor von Ann-Simona Satin-Selke. Hat sie mal den Raum, den nutzt sie mal, der passt dann aber zu spät. Und schneller denn das 1 gegen 1, der Konter und Gina Meinke mit ihrem 9. Treffer zum 24:3. Und schnell gespielt, Gina Meinke, Treffer Nummer 10, 25:3. Und das war, denke ich, mehr unabsichtlich als wirklich gewollt. Jette Hinz mit dem 26:3 und jetzt haben wir wieder die frühe Auszeit vom Parchimer SV. Thank you.
Ich habe mir jetzt aus dem Stall gelassen. Ja, oh, ein Schuh verloren von Raya Kotze. Den braucht man natürlich für festen Halt und mal fürs Gefecht tritt man sich sicherlich auch auf die Füße. Und wenn man da kein Schuhwerk anhat, dann tut das noch mehr weh, als es so schon ist. Dazu natürlich der feste Halt beim Laufen, der ganz wichtig ist beim schnellen, wendigen Spiel. Wie Handball. Verloren Fuß. Gibt Freiwurf, kein Abwurf. Dann suchte man das 1 gegen 1, hat man den Weg gefunden und dann ist der Angriff wieder eingeschlafen. Also zu wenig Bewegung bei Parchim. Keine Anspielstation und da verliert sie den Ball. Und da ist Grünball schon wieder vorgerückt, aber schlecht gefangen von Jette Hinz. Einwurf für Parchim. Schöner Außen. Unterwurf von Jette Hinz. Fünfter Treffer in diesem Spiel. 27 zu 3. Schlechter Pass und der Konter von Grün-Weiß läuft bereits wieder. Und 2 Minuten. Gegen Raya Kotze. Und normalerweise könnte man jetzt wieder auffüllen. Das geht in diesem Falle nicht, weil Parchim hat nichts zum Auffüllen. Und Grünwald Schwerin reagiert und spielt jetzt ebenfalls mit einem Spieler weniger. Jette Hinz macht indessen das Tor. Ihr Sechstes in diesem Spiel, 28 zu 3. Und ich muss sagen, das finde ich eine gute Reaktion vom Grün-Weiß-Trainer, die sowieso schon stark entlegenen Parchimer dann auch noch mit nach 2 Minuten dezimiert und können dann noch nicht mal mehr auffüllen, weil man eben nur 7 Mädchen mit hat. Dann hier mit 5 gegen 5 zu spielen. Trotzdem. Grünwald-Schwerin hier doch im Vorteil. Klar, und jetzt auch der Wurf. Aber der geht übers Tor. Jetzt muss man noch ein bisschen mehr laufen. 5 gegen 5. Aber es ist auch mehr Platz zum Abspielen, mehr Platz, sich frei zu laufen. Das könnten die Parchimer doch jetzt mal nutzen. Aber in den Kreis getreten, also übertreten von Anna Klingberg. Und da wollte sie abspielen. Aber die Mitspielerin gerade auf dem Weg zurück und deswegen geht der Ball ins Leere.
Und Klasse geholt den Ball. Und der Konter läuft und Hanna Klingenberg erneut diesmal an den Pfosten. Und jetzt können beide Seiten wieder auffüllen. Auf den Ball zu Medes. Komm wieder zurück. Komm, Charlotte. Na, Außenseite, blinder Pass. Na, Klingenberg kann den Ball vorspielen, der lange Ball, Gina Meinke mit dem Treffer, Nummer 11, 29 zu 3.